Geht es dir schlecht? Hast du eine Krankheitsnot? Lebst du in schwierigen Umständen? Dann, liebe Seele, verzage nicht. Gott ist da, er greift ein zu seiner Zeit, die er festgelegt hat. Darauf dürfen wir vertrauen. Und das werden wir auch bei Hiob heute hören, im letzten Kapitel des Hiob-Buches, Kapitel 42. Hiob, er gilt als Prophet im Alten Testament, so lesen wir im Jakobusbrief, darauf kommen wir am Schluss noch zurück. Hiob hatte alles verloren, außer seinem Leben. Sein Besitz, seine Knechte, seine Familie, also die Kinder waren umgekommen, die Frau hatte sich, so steht es in Kapitel 2, von ihm losgesagt. Er hatte alles verloren, außer seinem Leben. Und dann hatte er geklagt über viele Kapitel und drei seiner Freunde hatten mit ihm diskutiert. Es waren leidige Tröster, sie haben ihn nicht wirklich trösten können, sie haben ihm Vorwürfe gemacht. Wenn es dir so schlecht geht, dann musst du ein besonders großer Sünder sein. Kennt ihr auch solche Tröster? Vielleicht auch schon mal erlebt. Da ging es einem richtig schlecht, dann kam einer und sagt, was hast du denn verbrochen, dass dir es jetzt so schlecht geht? So ähnlich ging es dem Hiob. Das sind keine guten Tröster. Und wenn wir jemanden trösten, sollten wir ihm nicht einfach mit dem Knüppel draufschlagen, das Gesetz noch überbraten, sondern das Evangelium, die frohe Botschaft zusprechen. Das hat Elihu getan, der vierte der Freunde, der jüngere von denen. Und der hat ihm wirklich das Evangelium verkündigt. Auch Hiob selber hat an einer Stelle den Einblick gehabt in die Erlösung, an mehreren Stellen, auf allem einer Stelle, wo er dann sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ja, er wird mich auferwecken, ich sage es mit eigenen Worten, er wird mich auferwecken am jüngsten Tag, dann wird alle mein Leiden vorbei sein. Er hat schon einen Blick bekommen auf das Kommen des Messias, Jesus von Nazareth, unser Herr und Heiland. Aber er hat viele Kapitel lang, haben wir es gelesen, mit unserer Bibelgruppe geklagt und sogar mit Gott gehadert. Aber was er nie getan hat, er hat nie aufgehört, sich von Gott loszusagen. Er hat immer mit Gott geredet, nie ohne Gott, nie wie die neuzeitlichen Philosophen, die Atheisten, Humanisten und wie die ganzen Ideologen heißen, die eine neue Welt ohne Gott aufrichten wollen. Er hat immer mit Gott weiterhin geredet, wenn auch hadernd, zum Teil sogar anklagend am Schluss, da hat er sich verstiegen und dann hat Gott ihn ganz klein gemacht, hat ihm seine großartige Schöpfung gezeigt in der Welt des Universums, der Sterne bis hin zu den Tieren und dann hat Hiob gesagt, ich habe falsch geredet und das hören wir auch jetzt hier in Kapitel 42. Nach der zweiten Rede Gottes, wer gestern dabei war, da haben wir diese großen Tiere Behemoth und Leviathan betrachtet. Nach meiner Meinung und auch der Meinung anderer bibeltreuer Ausleger handelt es sich da nicht um Krokodil und Nilpferd, sondern, wer weiß es, um Saurierarten, ausgestorbene Saurier, die Hiob wahrscheinlich noch selber gesehen hat. Nach der Sintflut waren die noch nicht ganz ausgestorben. Manche gehen davon aus, dass vielleicht sogar heute noch Saurier leben in unerforschten Gebieten. Also lassen wir uns da nicht von der Evolutionslehre beeinflussen. Die behaupten hier Millionen Jahre und können noch nicht mal ein paar hundert Jahre wirklich überblicken. Also diese Anmaßung des Menschen, da müssen wir alle ganz klein sein vor dem Herrn. Jetzt lesen wir Kapitel 42 erstmal im Überblick und dazu einige Anmerkungen in aller Demut. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Dann zitiert er einen Ausspruch Gottes in Vers 3. Gott hatte nämlich gesagt, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Darauf antwortet Hiob, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Dann in Vers 4 ein weiteres Zitat aus der Rede Gottes. Gott sprach, höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Gott hat Hiob regelrecht herausgefordert. Und dann antwortet Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.
Und danach lesen wir weiter. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter. Das ist also der erste der drei Freunde, die töricht geredet hatten, überwiegend. Das war nicht alles falsch. Da sprach der Herr zu dem: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas der Temaniter und Bildad der Schuchiter und Zophar der Naamatiter und machten es so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Und der Herr erhörte Hiob, nicht die drei Freunde, denn Hiob hat er erhört. Und dann die letzten Verse. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, und zwar als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und schenkten ihm jeder eine Kesita, das ist eine Münzeinheit des Altertums, und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab der ersten Tochter den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren-Hapuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Nachdem Hiob für seine Vermessenheit, mit Gott rechten zu wollen, Buße getan hatte, erbarmte sich Gott über ihn. Das haben wir in den ersten Versen hier gehört. Die drei ersten Freunde aber haben weitaus törichter geredet. Für sie muss Hiob Fürbitte tun. Nur Hiob wird hier als der Knecht Gottes bezeichnet. Auch wenn er nicht perfekt war. Wir haben immer wieder gehört, die Tage, kein Mensch ist ohne Sünde. Im Römerbrief Kapitel 3 steht, wir sind alle Sünder. Wir brauchen die Erlösung durch Jesus Christus. Gibt es mit eigenen Worten wieder. Und auch Hiob war nicht sündlos, aber es heißt im ersten Kapitel, er war rechtschaffen und untadelig, er mied das Böse, er liebte Gott und deshalb war er ein Knecht Gottes. Nicht perfekt, aber doch von Gott geliebt und er es wirklich ernst meinte mit Gott, genau wie ein Noah, wie ein Daniel. Und die Frage stellt sich schon an dich und mich, meinen auch wir es ernst im Glauben oder ist es nur oberflächlich? Sind wir tiefgründig in der Nachfolge, dass wir wirklich den Herrn Jesus von Herzen lieben? Hiob war ein solcher Mensch. Er hat Gott wirklich geliebt und hat auch sogar mal gesagt, ich habe einen Bund geschlossen mit deinen Augen, dass ich keine Jungfrau lüstern anschaue. Und er hat den Armen geholfen und hat Recht gesprochen im Tor und so weiter. Aber Vorsicht, man darf dabei nicht selbstgerecht werden, denn man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Die Frage des Stolzes, dass man abhebt und sagt, ja, ich sündige nicht mehr, ich begehe keinen Ehebruch, ich bringe niemand um. Aber, liebe Freunde, der Stolz, der Hochmut ist auch Sünde. Das ist die andere Gefahr, der die Pharisäer ja erlegen sind. Viele, auch nicht alle, aber doch die Pharisäer, was der Herr Jesus ihnen ja vorwirft. Hiob tat Fürbitte für die Freunde. Nicht perfekt, aber doch ein gottesfürchtiger Mann im alten Israel, beziehungsweise Edom. Uz lag ja im Lande Edom, aber in dieser Linie wahrscheinlich zur Zeit Abrahams nach der Sintflut gelebt. Das haben wir herausgearbeitet, die Tage. Und wie schon gesagt, er wurde nicht zum Atheisten. Das zeichnet ihn aus vor den Menschen, die klagen und dann Gott anklagen und sich dann von Gott lossagen. Klagen dürfen wir, wenn es uns schlecht geht. Wir dürfen zu Gott schreien. Wir können auch sagen, warum lässt du es zu? Aber wir sollten nie
uns von ihm lossagen, sondern das ist uns ganz wichtig geworden, die Tage. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu Jesus, gerade wenn es uns schlecht geht. Es ist der falsche Weg, der Weg, in den Satan uns verführen will, sich von Gott loszusagen. So wie es die Frau Hiobs am Anfang sagt, sag dich von Gott los und stirb. In dem Moment wurde sie zum Sprachrohr Satans. Genau wie ein Apostel Petrus, wisst ihr an welcher Stelle? Als er den Herrn Jesus von der Passion und Auferstehung abhalten will. Das geschehe dir nur nicht, dass du in den Tod gehst. Aber hätte der Herr Jesus das nicht getan aus Liebe zu uns, dann hätten wir keine Erlösung, keine Rettung. Aber Gott sei Dank, der Herr Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und siegreich auferstanden. Und er wäscht uns rein durch sein kostbares Blut, das allein die Überwinterkraft hat, unsere Sünde abzuwaschen und uns den Zugang zum Himmel zu öffnen. Und wir sehen hier in Kapitel 42, nachdem Hiob auch erkennt, er ging auch schon zu weit in seiner fast schon Anklage gegen Gott, dann doch, er hat mit Gott geredet, aber nicht völlig richtig geredet, ging viel zu weit. Er wollte sich auch schon fast auf den Richterstuhl über Gott setzen. Dann hat Gott ihm gesagt, wer bist du denn, Mensch, dass du mit mir rechnen willst, ein Staubkorn, und doch habe ich dich unendlich lieb. Ja, wir sind ganz kleine Geschöpfe. Und das ist gerade das, was die Größe unseres Herrn ausmacht, dass er jeden Einzelnen mit Namen kennt. Und wichtig ist, dass unser Name im Buch des Lebens steht, im Buch unseres Herrn Jesus Christus. Nachdem Hiob erkennt, dass er ja auch nicht in allem recht geredet hat, dass er zu weit ging und ihm Gott seine Größe gezeigt hat, die Größe Gottes, dann tut er Buße und erhält dann wiederum 10 Kinder für die Kinder, die ihm genommen wurden, und den Besitz sogar doppelt zurück. Und das wollen wir jetzt nochmal kurz Vers für Vers betrachten. Und dann möchte ich noch von Jakobus 5 am Schluss uns 3 Punkte mitgeben über das Ausharren nach dem Vorbild Hiobs. Denn im Neuen Testament kommt Hiob auch vor, und zwar in Jakobus 5, Verse 7 bis 11. Dazu dann aber am Schluss. Jetzt erst, wir haben ja schon ein bisschen Zeit mitgebracht, hoffe ich, dass wir nochmal das Kapitel entlang gehen. Vers 1, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Er fällt nieder vor der Größe und Allgewalt Gottes. Und er zitiert dann, was Gott vorher gesagt hat in seinen Reden. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis oder auch ohne Verstand? Selbst ein Knecht Gottes wie Hiob hat keinen Einblick in die letzten Geheimnisse Gottes und seiner Schöpfung. Wir alle, auch wenn wir vielleicht noch so viel erforscht haben, uns in der Bibel und in der Welt auskennen, es ist immer Bruchstück Erkenntnis. Ja, wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir schon wesentlich mehr als die Naturforscher draußen. Vor allem die Gottlosen, die erkennen ja vieles dann falsch, weil sie nur die Oberfläche sehen, aber nicht in die Tiefe gehen können. Ich habe öfters mal zitiert aus den Schriften von Bruder Roger Libby und Alexander vom Stein, die nachgewiesen haben, gerade im Zusammenhang auch mit dem Buch Hiob, wie viel schon im Buch Hiob und anderen Büchern der Bibel offenbart ist, was die Wissenschaft heute erst Stück für Stück enträtselt. Zum Beispiel den Gürtel des Orion, wie der gelöst wird, die Fessel des Orion, oder die Plejaden, wie die zusammengebunden sind, oder das Gewicht der Luft, haben wir die Tage gehört. Und lauter solche Dinge, was alles schon im Buch Hiob steht, aber was die Forschung erst jetzt so langsam entdeckt. Das zeigt uns, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Denn Gott hat es geoffenbart. Und deshalb Vers 3, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Ja, o Mensch, demütige dich vor dem Herrn. Dann ein weiteres Gotteszitat, Vers 4, Gott hatte ja zu ihm gesagt, höre nun, ich will reden, ich will dich fragen, denn du belehre mich. Gott hat Hiob herausgefordert, mal probeweise sich auf den Richterstuhl zu setzen, was natürlich nicht geht, aber soweit ist Gott ihm entgegengekommen und hat seine ganze Argumentation des Hiob ad absurdum geführt. Ad absurdum. Denn der Mensch ist klein, Gott ist groß. Er muss wachsen, wir müssen abnehmen. So gilt es auch bezüglich des Herrn Jesus. Und jetzt kann Hiob fröhlich ausrufen, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen.
Es mag sich mancher fragen, aber in der Bibel steht doch, dass niemand Gott sehen kann. Er müsste ja vergehen. Richtig. Aber Hiob hat Gott gesehen durch die Wunder seiner Schöpfung, die Gott ihm vor Augen führt. Die Größe des Universums, die wunderbare Vielfalt der Tierwelt. Wir haben vom Schlachtross gehört, vom Wildesel, vom Büffel und von diesen Sauriern und vielen anderen, auch den Vögeln und so weiter. Überall wird Gottes Plan sichtbar. Jedes Tier hat unterschiedliche Funktionen. Es gibt Raubtiere, es gibt Aasfresser, es gibt Beutetiere und so weiter. Es gibt hellleuchtende Planeten und dunklere. Es gibt Schwerkraftgesetze im Universum. Auch unser Leib ist wunderbar geschaffen, vor allem unser Gehirn. Also wir können überall immer nur Gottes Schöpfungsweisheit bewundern. Jetzt hat Hiob erkannt, Gott existiert wirklich und er meint es gut mit mir und ich muss nur geduldig sein. Und nachdem ihm das alles klar wurde, und er war natürlich im tiefen Leiden, wir verstehen ja auch sein Klagen ein Stück weit, das ist ja auch verständlich, aber doch sagt er jetzt in Vers 6, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Wir wollen Hiob ja nicht verurteilen als Menschen. Wir hätten bestimmt genauso geklagt, wenn wir in diesem tiefen Elend einmal sind. Aber, wie gesagt, niemals zum Atheisten werden. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Das ist jetzt interessant, weil Hiob hat ja auch nicht in allem recht geredet, aber doch war es wesentlich näher an Gottes Willen und Wort als bei den Freunden. Denn die haben ihm ja ungerechtfertigte Vorwürfe gemacht. Sie haben zu Recht gesagt, jeder ist ein Sünder. Aber sie haben zu Unrecht dem Hiob vorgeworfen, du musst ein besonderer Sünder sein, weil dein Leiden so groß ist. Die haben diese Waage aufgestellt, ja, so viel Schuld, so viel Strafe. Das denken ja manche Menschen. Wer besonders viel leidet, der hat besonders viel gesündigt, aber das ist nicht immer so. Wir wissen ja aus der Bibel, dass der Sündenfall die Ursache allen Leidens ist. Und es gibt global gesehen viel Leiden, was wir nicht individuell erklären können. Wir können nicht sagen, wenn ein Mensch Krebs kriegt, dass der jetzt ein besonderer Sünder sei. Das ist absurd, sondern es untersteht dem gesamten Gesetz des Sündenfalls, des Gefallenseins, der Schöpfung. Und es gibt auch Menschen, die ein gottloses Leben führen und äußerlich wenig leiden müssen. Für sie wird das Gericht Gottes dann kommen am jüngsten Tag. Ja, nicht alle Schuld rächt sich sofort auf Erden. Also da gibt es Unterschiede. Wenn wir an Psalm 73 denken, warum geht es den Gottlosen so gut? Aber natürlich nur äußerlich gesehen. Das böse Erwachen wird kommen. Und manchmal schon zu Lebzeiten, aber eben nicht immer. Wir können kein Gesetz draus konstruieren und sagen, so viel Schuld, so viel Leiden. Da müssen wir einfach offen bleiben für Gottes Führungen und Zulassungen. Wir dürfen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, der krank ist und den noch mehr beschimpfen, sondern im Gegenteil, gerade diese Menschen brauchen Trost oder wer arbeitslos wurde und so weiter. Das heißt übrigens im Wort Gottes, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen, nicht wer nicht arbeiten kann. Wichtiger Unterschied. Ja, es gibt ja Menschen, die bekommen keine Arbeit, weil sie vielleicht zu alt sind oder zu krank. Ich hatte auch schwer zu kämpfen mit 50, als ich arbeitslos wurde, um wieder eine Stelle aufzubauen. Das, die Älteren wissen unter uns, wie schwierig das ist. Also wer aber arbeiten will, der soll auch essen. Nur die, die nicht arbeiten, wie habe ich jetzt gesagt? Wer nicht arbeiten, ja, genau, soll nicht essen. Aber wer arbeiten könnte und dann nicht arbeiten will, ja, das ist was anderes. Also das Können, das Wollen müssen wir auseinanderhalten. Wir sollen fleißig sein wie die Ameise, und aber nicht eben die Faulheit fördern. Faulheit ist auch Sünde, genau wie Trägheit, nichts tun. Manche denken, wenn ich nichts tue, dann sündige ich auch nicht. Aber nichts tun ist auch Sünde. Da, wo ich helfen könnte, meinen Dienst einbringen, auch in der Gemeinde, und ich verweigere das und sage, sollen die anderen alles machen. Auch wenn man nichts tut, sündigt man auch schon. Merkt ihr, wie fein hier Gottes Maßstab ist? Wenn Gott zu meinem Gewissen spricht und ich mich dem verschließe, das ist falsch, ja. Wenn Gott schon durch sein Wort und durch das Gewissen zu uns redet, durch seinen Geist uns Dinge offenbart, dann sollen wir auch dem nachfolgen und den Dienst freudig tun. Jetzt nicht bis zum Burnout, aber so wie der Herr auch die Gaben zuteilt, so teilt er auch die Aufgaben zu.
im Reich Gottes und auch im Berufsleben und im Familienleben sowieso. Auch das sollen wir uns ja nicht verweigern, wenn unsere Familie uns braucht. Nun, also die Freunde, die hatten größtenteils ungerechtfertigte Vorwürfe gemacht. Die haben Hiob schließlich sogar auf eine Stufe mit Gottlosen gestellt, was er ganz gewiss nicht war. Er war nicht gottlos, auch wenn er nicht perfekt ist. Und deshalb sollten die Opfer bringen. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer da für euch selbst. Ja, sie sollen das mit Hiob zusammen opfern, dass er für sie Fürbitte tut. Also Hiob ist hier der Knecht, praktisch der Mittler für sie, damit Gott auch ihnen gnädig ist. Und deshalb soll mein Knecht Hiob für euch bitten, sagt Gott, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das ist ja sehr interessant, aber auch ein bisschen seltsam, dass sie nicht direkt erhört werden, dass sie hier einen Mittler brauchen. Damit drückt Gott aus, dass sie wirklich sehr daneben liegen, dass sie ohne die Fürbitte des Hiob keine Vergebung bekommen. Schwer zu verstehen vom Neuen Testamentlichen hier, wir dürfen ja alle direkt zu Gott kommen im Gebet, aber oft ist es gut, wenn Menschen auch sind, die Fürbitte tun. Für Menschen, die weit weg sind noch von Gottes Weisheit und Offenbarung und Heilswerk, dass wir für solche Menschen Fürbitte tun dürfen und auch Menschen für uns, wo wir vielleicht uns von Gott entfernt haben. Das ist ein Segen der Fürbitte. Und Hiob ist ein solcher Fürbitter, der von Gott dazu eingesetzt wird, diesen Dienst zu tun. Da merken wir schon, wie sich jetzt alles gewendet hat. Ja? Gott wird jetzt zum Fürbitter eingesetzt. Und wir werden gleich hören, dass das auch für Hiob entscheidend ist, dass er diesen Auftrag zur Fürbitte nicht ausschlägt. Er hätte ja sagen können, ach, die haben mich so angeklagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, auch Hiob wird dadurch geprüft, ob er bereit ist, diesen Dienst für seine leidigen Tröster, für seine schlechten Ratgeber zu tun, dass er da nicht noch mehr verbittert ist. Und wie geht es nämlich jetzt weiter? Da gingen Eliphas, der Temaniter und Bilder der Schuchiter und Zophar der Naamathiter und machten es so, wie der Herr ihnen befohlen hatte. Und der Herr erhörte Hiob, also er tat diesen Fürbittedienst für seine Freunde und damit zeigte er seine Selbstlosigkeit und Liebe. Und jetzt, nämlich in diesem Moment, als er die Fürbitte tut, für die, die ihm ja schon fast zu Feinden geworden sind. Und der Herr Jesus sagt ja auch, liebet eure Feinde, segnet ihr euch Verfluchten. Da geschieht es, worauf wir schon so lange gewartet haben, über 40 Kapitel im Buch Hiob. Vers 10, das ist jetzt der zentrale Vers hier. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, und zwar in dem Moment, als er für seine Freunde bat. Denn da hat Gott erkannt, er hat ein vergebungsbereites Herz, er hat ein liebevolles Herz, er hat ein demütiges Herz, er ist nicht nachtragend, er ist wirklich ein Mann Gottes. Nicht perfekt, aber doch gottesfürchtig und er meint es ernst, er will das Böse meiden und ein solches Herz hat Gott lieb. Wir sehen viele Parallelen in der Bibel, wenn wir zum Beispiel an König David denken. Man fragt sich ja, wie kann David ein Mann Gottes sein, der so viele Kriege geführt hat, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, der auch im Fall von Bathseba Ehebruch und Mord an deren Ehemann begangen hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie kann denn das sein? Also das heißt nicht, dass wir sowas machen sollen wie David, überhaupt nicht, Gott bewahre. Aber trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes, warum, was denkt ihr? Er hatte ein bußfertiges Herz. Wenn der Prophet Nathan zu ihm kommt, dann gibt er seine Schuld zu. Ein anderer, der Saul, sein Vorgänger als König, der hat sich herausgeredet. Ja, ich habe halt schon geopfert, weil ich nicht dachte, dass der Samuel noch kommt. Habe dann das Priesteramt an mich gerissen. Der redet sich raus und am Schluss geht er zu der Hexe, zur Beschwörerin, weil Gott nicht mehr zu ihm spricht. Beschwört er die Toten. Das war ein ganz falscher Weg in den Okkultismus, in die Finsternis. Aber David hat immer wieder Buße getan. Er ist immer wieder umgekehrt von seinen Sünden. Und das ist das, was der Herr von uns möchte. Natürlich sollen wir nicht sündigen, aber wir sind auch nicht perfekt. Es kommt immer wieder vor, aber dann gilt es, umzukehren. Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir, bitte schenk, dass sich's bessert. Und auch beim Abendmahl denken wir immer daran, dass der Herr uns die Schuld vergeben hat am Kreuz auf Golgatha und dass er uns stärken möge für die kommende Woche zum Beispiel und für die kommende Zeit.
Das ist ganz entscheidend, liebe Geschwister und liebe Freunde. Der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Bittest du auch für deine Freunde oder auch für die Feinde? Hier weiß man gar nicht mehr genau, ob es jetzt Freunde oder Feinde waren am Schluss, so wie die zu ihm geredet hatten. Als er bat für diese Menschen, für diese drei Männer, übrigens nur die drei, der Elihu wird nicht genannt, denn der hatte noch wesentlich besser geredet, auch nicht völlig vollkommen. Es gibt auch so ein paar vermessene Aussagen bei Elihu, aber für Elihu, den vierten im Bunde, der dann zu ihm sprach, für den musste er keine Fürbitte tun. Das war ja ein Mittler zu Gott und zu Gottes Rede. Und jetzt kommt der Segen Gottes auch äußerlich wieder zu Hiob zurück. Gott hat ihn ja nie wirklich losgelassen. Sein Leben durfte von Satan nicht angetastet werden. Aber am Schluss eben auch noch die Gesundheit, nachdem das Äußere auch alles weg war. Und jetzt bekommt er es zurück. Der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Den äußeren Besitz. Nicht die Kinder. Die bekommt er in der gleichen Zahl wieder. Doppelt wieder. Werden wir gleich noch die Zahlen unten nochmal hören. Aber zunächst auch wichtig, die Familie kehrt jetzt zu ihm zurück. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, und schenkten ihm an jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Ja, wir fragen uns, wo waren die denn vorher? Haben die ihn nicht besucht, als er da in der Asche saß, voll Geschwüren und gestunken hat? Er sagte an verschiedenen Stellen, die haben mich alle verlassen, mein Atem ist meiner Frau zuwider, die kann das nicht mehr riechen. Also der war sehr einsam. Man hat den Eindruck, nur die Freunde, die drei und dann noch der vierte, der Elihu, haben ihn besucht. Und jetzt kommen sie zurück, nachdem es ihm wieder gut geht. Was sind das für Verwandte? Ich sage, manchmal sind einem Geschwister näher als die eigenen Verwandten. Das gibt es auch, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, in Verwandtschaft. Wir haben Blutsverwandte im Geiste, die Glaubensverwandten stehen uns ja geistlich sowieso näher. Aber wir wollen unsere Verwandten nicht verachten, auch wenn sie vielleicht noch nicht gläubig sind, auch wenn sie noch nicht auf dem Weg mit Jesus sind. Wir wollen weiter für sie beten. Jeder hat wahrscheinlich auch von euch solche, die noch nicht gerettet sind, für die wollen wir inständig beten. Hier aber kommen die, nachdem es ihm wieder gut geht. Das ist auch an sich kein gutes Zeugnis. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wo ist hier seine Frau? Wir sehen ja, er bekam nachher wieder Kinder, aber es steht nicht da, dass seine Frau zurückgekehrt ist. Wir müssen es einfach offen lassen. Ich kann es euch auch nicht beantworten. Gestern haben wir noch gerätselt am Tisch. Hat er die Kinder jetzt von seiner Frau bekommen? Ich gehe mal davon aus, er war ja ein gottesfürchtiger Mann, dass die dann auch wieder zurückgekommen ist, als er nicht mehr gestunken hat. Hat er ja auch vergeben. Aber wir wissen es nicht ganz genau. Wir müssen es einfach offen lassen. Gott war sicher auch hier gnädig, nach allem, was er da erlitten hatte. Und so aßen sie dann mit ihm, hatten wieder Gemeinschaft mit ihm, bezeugten ihm die Teilnahme und trösteten ihn, aber im Nachhinein ist an sich zu spät, die hätten ihn vorher schon trösten sollen. Also sollen wir es gerade nicht machen, dass man erst dann kommt, wenn das Leiden vorbei ist, dann kann man ja dann feiern. Und das machen sie auch, indem sie ihm einen goldenen Ring schenken, das ist das Zeichen der Wiedereinsetzung in die Würde, bekommt seine Würde zurück, so wie der verlorene Sohn, als er zum Vater auskommt, der bekommt auch ein Festgewand und einen goldenen Ring. Wir erinnern uns sicherlich an Lukas 15, dieses wunderbare Kapitel über die Rettung des Verlorenen. Es sind ja drei Gleichnisse dort, über das Verlorene, das gefunden wird, und der Verlorene, der gerettet wird, im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und die Kesita, das ist eine alte Münzeinheit zur Zeit Abrahams, und das ist praktisch eine Hilfe für den Neustart. Jeder hat ihm eine Kesita geschenkt, damit er wieder auch finanziell, materiell neu starten konnte. Er hatte also auch materiellen Segen bekommen. Segen heißt ja, wenn man den Segen erbittet, dass Gott diesem Menschen wohltun möge. Das Wohltun Gottes herabflehen. Das Gegenteil ist der Fluch, dass ihm geschadet wird. Und der Segen ist, dass es ihm gut geht. Und zwar geistlich sowieso und hier auch jetzt materiell, indem er auch wieder materiell in Besitz kommt. Reichtum für sich ist noch keine Sünde. Es wird dann zur Sünde, der Reichtum, wenn der Mensch darauf sein Leben baut, wenn er es alles für sich hortet, geizig ist und nicht bereit ist, mit anderen zu teilen, dann ist der Reichtum Sünde.
Aber wenn ein Mensch fleißig ist und es zu etwas bringt, ist es noch keine Sünde. Aber sobald du dein Herz daran hängst, dann wird das zum Götzen. Alles, woran du dein Herz hängst, so hat auch Martin Luther gesagt, das wird zu deinem Götzen. Kann auch das Auto sein, das Häusle, der Beruf, der Workaholic und was es alles gibt, das Hobby. Also wir sollen unser Herz an nichts Irdisches hängen. Wir dürfen es genießen, solange es keine sündigen Dinge sind, aber niemals sich abhängig machen. Immer bereit sein, loszulassen. Immer bereit sein, zum Herrn zu gehen, wenn er uns abruft. Das ist das Leben, der Lebensstil, den ein Christ praktizieren sollte. Wir freuen uns an der Schöpfung, an dem, was hier gut ist, aber wir sind auch bereit, zum Herrn zu gehen. Und falls er uns heute abruft, dass wir alles geordnet haben, möglichst, ja, immer die Dinge ordnen, gerade wenn man älter wird, aber auch die Jüngeren schon, man weiß ja nie, wann der Herr uns holt. Oder auch, wann die Entrückung ist, wissen wir ja nicht genau. Und dann lesen wir weiter in Vers 12, und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Denn warum? Er hatte die Prüfung bestanden. Denn die Frage war ja, die Satan an Gott stellte am Anfang, meinst du, dass Hiob dich umsonst liebt? Praktisch hat Satan gesagt, es geht ihm so gut. Und da ist ja leicht, als gottesfürchtiger Mann zu leben. Neutestamentlich gesagt, als Christ zu leben, wenn es uns äußerlich so gut geht. Aber nimm ihm alles weg, dann guck mal, ob er dich immer noch ehrt, dir immer noch den Dank gibt. Und ja, und Hiob hat ja an Gott festgehalten. Und deshalb wurde er gesegnet. Satan hatte diese, wenn man mal so nennen darf, diese Wette mit Gott verloren. Hiob war immer noch ein Gottesmann, wenn auch ein klagender Gottesmann geworden, was wir verstehen können. Und so wurde er gesegnet, mehr als in seinem früheren Leben. Er hat diese Prüfung bestanden. Und so ist auch bei uns, Leiden kann oftmals auch zur Prüfung dienen, ob wir den Herrn über alles lieben und ob wir wirklich aus seiner Kraft leben oder aus eigener Kraft. Aus der eigenen Kraft kommen wir nicht weit. Aber wenn wir in der Kraft des Herrn leben, werden wir auch von ihm getröstet, gestärkt, und der vor allem schenkt er uns die Geduld, auch Durststrecken im Leben durchzuhalten. Seht ihr, hier im Schwarzwald gibt es viele Täler und man weiß jetzt nicht, was da oben ist. Hier ist vielleicht Finsternis und Regen unten, Schatten schon, und oben strahlt noch die Sonne. Und wer schon oben war, weiß, oben sind viele Felder und es ist oft noch viel sonniger, aber hier unten im Sonnenblick ist auch schön sonnig, ja. Aber ich sage einfach mit diesem Bild, wenn es unten im Tal schon schattig ist, und in Gebirgstälern erlebt man das oft, dass da schon sehr viel dunkel wird, aber oben scheint immer noch die Sonne. Und so ist es auch in den Durststrecken des Lebens, wenn es uns dunkel vorkommt. Gott ist immer da. Er möchte uns immer seine Gnade schenken. Wir müssen aber manchmal lange Geduld haben, bis wir es erkennen, so wie ein Hiob. Das ging nicht von heute auf morgen. Wir stehen nicht genau, wie lange er dieses Leiden tragen musste, aber es war bestimmt eine längere Durststrecke. Und dann bekam er diesen äußeren Besitz, und zwar verdoppelt. Den hat Gott verdoppelt, genau verdoppelt. Wenn man jetzt zählt, ich habe mal das zusammengezählt, er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinge. Wie viele Tiere sind das? Wer kann gut rechnen? Wie viel? 22.000, genau. Und vorher hatte er wie viel im Kapitel 1? 11.000, ja, also das hat Gott genau verdoppelt. Diesen äußeren Besitz verdoppelt. Aber die Kinder, die hat er einfach ersetzt. Nicht verdoppelt, genau in der gleichen Zahl wiedergegeben. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Das sind wiederum die Zahlen der Vollkommenheit. Die 7 ist eine Zahl, die sehr viel mit dem Herrn zu tun hat. Wenn wir an die Offenbarung an Johannes denken, kommt immer wieder vor, die 7. Das ist ja die 4 plus 3. 3, die Dreieinigkeit Gottes, und 4, die Totalität seiner Herrschaft, die 4 Himmelsrichtungen, gibt 7. Und dann eben wieder die drei Töchter. Und die Söhne werden jetzt nicht namentlich genannt, aber die Töchter. Wir sehen also auch, die Söhne wurden ja immer so hoch geschätzt. Ja, ein Sohn, ja, ein Nachfolger, ein Stammhalter. Aber gerade hier im Buch Hiob wird ja auch gezeigt, die Töchter sind genauso wertvoll. Es wird immer gesagt, die Bibel, die sei so patriarchalisch. Das sieht man aber, dass hier nur die Töchter genannt werden namentlich. Also Gott ist hier gerecht. Er liebt jeden Menschen gleichermaßen, auch wenn natürlich
auch Mann und Frau unterschiedliche Funktionen haben können, gerade was auch Gemeindeleben angeht. Aber hier werden die Namen der Töchter genannt. Er gab der ersten den Namen Jemima, mal nachgeschaut, das bedeutet Täubchen oder Taube. Und es kann auch heißen warm, liebevoll, glücklich. Jemima. Schöner Name, könnt ihr euch auch mal überlegen, falls ihr Kind erwartet. Jemima. Und der zweite ist genauso schön. Kezia. Den Namen habe ich ab und zu schon mal gehört. Den gibt es auch heute ab und zu. Und das bedeutet Würzrohr, Duftharz, Zimtduft. Muss also besonders gut gerochen haben, die Dame, gell? Und die dritte, Keren Hapuch, das heißt Horn der schönen Farben. Die war irgendwie bunt, ja, ich weiß nicht. Aber das sind einfach Namen, die ausdrücken sollen, dass sie sehr schön waren, sehr beeindruckend und dass Gott ihm dadurch das ersetzt hat, was er verloren hatte, was auch seine Frau verloren hatte. Diese Kinder, die wurden wieder erstattet, ihm und seiner Frau. Und dann heißt es ja, es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Also auch da wird ihnen das gerechte Erbteil gegeben, wird extra hier betont. Und Hiob lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Geschlecht. Und er starb alt und lebenssatt. So wie wir es bei den Patriarchen auch immer wieder lesen. Und das ist dann dieses schöne Ende vom Buch Hiob. Jetzt hoffe ich, dass ihr noch eine Viertelstunde Kraft habt, denn jetzt frage ich euch nochmal, wo kommt denn, ich habe schon mal erwähnt, im Neuen Testament der Hiob namentlich vor. Es gibt zwei Zitate aus dem Buch Hiob, im Römer und 1. Korintherbrief auch, aber wo kommt er mit Namen vor? Jakobus. Ja, genau, sehr gut. Jakobus 5. Da geht es ja auch in dem Kapitel um Krankheit und dass man da die Ältesten rufen soll, wenn man krank ist und so weiter, ihr kennt das. Und hier in dem Zusammenhang, einige Verse vorher, geht es um die Geduld, um das Ausharren der Heiligen. Und da wird Hiob als Vorbild genannt. Natürlich ein Hiob, der so viel durchlitten hat. Kapitel 5, Abvers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Da haben wir nochmal eine schöne Vertiefung des Themas Hiob. Deshalb möchte ich das nicht auslassen bei diesen Bibeltagen. Das ist ja ganz wichtig. Und zwar möchte ich in drei Teilen gliedern hier dieses Ausharren. Es geht um das Ausharren in der Endzeit, aber auch im Leiden. Und auch in der Bedrängnis, in der Verfolgung. Erstens das Ausharren im Leiden, so wie Hiob. Da haben wir ja schon viel gehört. Im Leiden sollen wir nicht bitter werden. Wenn so die Kräfte nachlassen, ich merke das auch schon, ich bin ja auch schon über 60 im Alter, wenn so die Knochen langsam morsch werden und so weiter. Unser Hausvater ist nochmal 20 Jahre älter, aber immer noch fit. Ja. Aber man merkt schon, dass diese irdische Hülle so langsam zerfällt und abgebaut wird. Dann soll man nicht verzagen und bitter werden und fluchen. Ich sage das mir auch selber immer wieder, das ist manchmal schon schmerzhaft, wenn man aufsteht und schlecht gelegen hat und dann einen Hexenschuss reinfährt. Hat schon mal jemand einen Hexenschuss gehabt? Okay, das wünsche ich keinem. Dann soll man nicht fluchen und sagen, ach, was für ein schrecklicher Tag und so weiter. Sondern einfach beten. Ich hatte auch eine schwere Nacht die letzten Tage, wo ich einen asthmatischen Anfall hatte. Ich habe es in der Gruppe gesagt. Ja, dann habe ich einfach Stoßgebetet zum Herrn gerichtet. Herr, hilf mir, du siehst, ich habe hier einen Dienst und schenk, dass ich jetzt nicht ersticke hier und ja, dass ich wieder Luft kriege. Und der Herr hat wirklich geholfen. Innerhalb von ein paar Minuten ging es mir besser. Und ja, hat Gnade geschenkt, dass sogar die Stimme verständlich ist, hoffe ich, dass man mich versteht.
Also, das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Nicht fluchen, sondern ein Stoßgebet, wenn es sein soll, oder ein dauerhaftes Gebet, ein Seufzen, näher zu Jesus. Ein bettlägeriger Christ, den ich mal besucht hatte, der hatte so einen schönen Spruch an der Wand, da stand drauf, ja, Vater. Einfach, ja, Vater. Dieses Annehmen, dass er nicht mehr aufstehen kann und er kann aber noch den wichtigsten Dienst tun in der Gemeinde. Wisst ihr, was das ist? Den Gebetsdienst. Der wird oft vernachlässigt, weil wir alle so aktiv sind. Ne? So ein Berufsleben und viel unternehmen müssen und auch in der Gemeinde oft vielleicht von einem Termin zum anderen. Aber die Gebetszeit, das kommt oft zu kurz. Und so ein Mensch, der wirklich dann aufs Bett geworfen wird, ich sage den Menschen immer, du hast jetzt wirklich Zeit, das Wichtigste zu tun, bete doch alle durch in der Gemeinde. Die Pastoren, die Prediger, die Verantwortlichen, die Mitarbeiter, jedes Gemeindeglied, die anderen Kranken, die Kinder, dass sie zum Herrn finden. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wie gut, wenn ihr Beter in den Gemeinden habt, wo die Beter und Beterinnen, sind oft auch Schwestern, fehlen, das sieht schlecht aus. Ausharren im Leiden, nicht bitter werden, sondern näher zu Jesus. Das Zweite, Ausharren in der Endzeit. Wir haben gehört in Jakobus 5, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und glaubt ihr auch, dass der Herr bald wiederkommt? Nach allem, was sich jetzt zuspitzt in unserer Zeit. Spätestens in der Corona-Pandemie sind doch etliche, auch jüngere Leute aufgewacht. Wir haben da einen Missionsstand einmal in der Stadt, in Pforzheim, in verschiedenen Gemeinden. Und ich merke, wie viele Jugendliche, junge Menschen da jetzt offen sind plötzlich und merken, irgendwas läuft hier schief. Und sowas haben wir nicht erlebt, wir Älteren sowieso auch nicht. Ich komme nicht mehr aus der Kriegszeit, du hast den Krieg noch erlebt, im Ganzen. Aber als Kind, ja, und wir Nachkriegsgeneration, wir haben ja bisher immer so in der Verwöhnphase gelebt. Aber jetzt wird es langsam immer enger. Und auch geistlich gesehen, von den Gesetzen her, von dem Widerstand gegen die Bibel, gegen die Gläubigen, das spüren wir ja alle, auch hier schon in Deutschland. In islamischen Ländern, da komme ich gleich noch zurück, da gibt es sowieso schon Verfolgung. Aber auch hier in der Endzeit, da nehmen Gerichte und Verführungen zu. Wir wissen aber dadurch, dass Jesus bald kommt und dass der Richter vor der Türe ist. Und da gilt es umso mehr, treu die Bibel zu lesen, zu ihm zu beten, die Gemeinschaft der Heiligen zu pflegen, nicht sie zu verlassen oder die Kirchen zu schließen und bereit zu sein für den Tag der Entrückung. Ich habe viele Vorträge gehalten. Hier haben wir zweimal im Jahr Endzeitkonferenzen in diesem Haus, auch in anderen Häusern. Inzwischen sind 7 Endzeitkonferenzen pro Jahr und die sind immer sehr gut besucht oder überfüllt. Die Menschen merken einfach, dass die Zeit fortgeschritten ist und dass wir uns bereit machen sollen. Ausharren in der Endzeit. Und das Dritte, Ausharren in der Verfolgung. Ich habe es gerade angedeutet, Verfolgung kündigt sich auch bei uns im ehemals freien Abendland an, durch verschiedene Gesetze. Wie ist es, wenn man sagt, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Darf man das heute überhaupt noch sagen? Ja, wird immer enger, immer schwieriger. Ihr seid ja so intolerant, es gehört bestraft. Wie ist es, wenn man sagt, dass allein die Ehe zwischen Mann und Frau die gottgewollte Lebensform ist? Darf man das heute noch sagen? Kaum noch. Ja. So weit sind wir schon. In vielen Ländern werden Christen von radikalen Muslimen verfolgt. Es gibt natürlich auch andere, die gemäßigter sind, aber gerade der radikale Islam, der den Koran ganz ernst nimmt und Freude bezieht, das ist sehr schlimm, jetzt auch in Afghanistan mit den Taliban, Boko Haram, IS, ich brauche das hier nicht weiter aufzählen. Aber auch bei uns, in die UNO, die Europäische Union, da hat Gott keinen Platz, sondern es wird der Humanismus besungen, der Mensch auf den Thron gesetzt. Das Hauptziel ist die Gender-Ideologie. Vor dem Europaparlament in Straßburg steht kein Kreuz, sondern stehen 2 geschlechtslose Gender-Figuren, die ineinander verschlungen sind, nicht Mann, nicht Frau. Das ist die Auflösung, die Gleichmachung der Menschen, diese Art von Sozialismus. Und das bringt Verfolgung für alle Gläubigen mit sich, die sagen, es gibt nur Mann und Frau. Und wir haben jetzt auch die Ehe für alle seit dem 1. Juli 2017 in Deutschland und seit letzter Woche auch in der Schweiz,
wurde. Immerhin haben noch ein Drittel der Bevölkerung dagegen gestimmt. Dazu gehört Mut in der heutigen Zeit in der Schweiz. Wir durften gar nicht abstimmen. Es wurde im Bundestag in einer Nacht- und Nebelaktion durchgewunken. Ich wollte um 9 den Radio einschalten und die Diskussion im Bundestag verfolgen, am 1. Juli 2017, am Schwarzen Freitag, wie ich es nenne. Und dann war alles schon beschlossen. Wisst ihr was? Mich hat das erinnert an die Verurteilung Jesu durch Pilatus. Als die aufgestanden sind damals in Jerusalem, hing Jesus um 9 Uhr morgens schon am Kreuz. Haben viele gar nicht mitgekriegt. Ja, also vielleicht ist es ein gewagter Vergleich, aber ich wollte es einfach nochmal sagen. Solche Dinge winkt man einfach durch, bevor ein zu großer Protest kommt. Wir wollen solche Menschen nicht verurteilen, die da denken, dass sie so empfinden, aber wir wollen ihnen seelsorgerlich helfen, für sie beten. Sie nicht diskriminieren, im Gegenteil, die Liebe Jesu gilt auch ihnen, aber Sünde ist eben Sünde, egal welche Art von Sünde. Darf man das noch Sünde nennen? Ja, Verfolgung kann auch auf uns zukommen und da gilt es auszuharren im Leiden, standhaft zu sein und sich zu Jesus zu bekennen, auch wenn es etwas kostet. Jesus, der einzige Weg zum Vater, Johannes 14, Vers 6. Verteidigst auch du Gottes Ehre gegen die Lästerungen, die heutzutage überall zunehmen, auch durch Filme und auf sämtlichen Kanälen. Und wichtig auch, dass wir die Versammlungen nicht verlassen. Ich kann nicht verstehen, dass es Gemeinden gibt, die einfach zumachen. Man vernachlässigt die Erbauung der Herde. Man versucht zwar irgendwie anders, das zu machen, aber es ist nicht das Gleiche wie in der Versammlung der Heiligen. Es heißt im Hebräerbrief, verlasst eure Versammlungen nicht. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wie kann man denn die Kirchen schließen einfach? Als die Pandemie oder Plandemie, wie auch immer, anfing, da konnte man ja noch verstehen, wusste ja keiner, ob jetzt hier die Pest ausgebrochen ist oder nicht. Die ersten 2 Monate hatten wir auch so nur Livestream gemacht. Aber als dann gemerkt hat, die Sache, ja, die bekommt man relativ gut in den Griff, da haben wir natürlich offen. Nicht? Es ist nicht so aggressiv wie die Pest im Mittelalter, Gott sei Dank. Also es gibt keinen Grund, die Versammlungen wirklich zu schließen. Maßnahmen kann man ja einhalten, habe ich auch nichts dagegen. Da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, über Einzelheiten, aber wir müssen uns und sollten uns unter dem Wort Gottes versammeln. Auch Apostelgeschichte 2,42 ist sehr wichtig. Das schlage ich mal auf, weil es wirklich sehr entscheidend ist, auch in der jetzigen Situation, in der wir stehen. Und auch falls sie uns mal die Kirchen schließen würden, dann müssen wir uns eben in den Häusern weiter versammeln. Und zwar Apostelgeschichte 2,42. Ich hoffe, ihr wisst alle, was da steht. Da steht nämlich, sie blieben aber beständig, dauerhaft, ohne Unterbrechung, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Beständig. Wir dürfen das nie aufgeben. Seht ihr das auch so? Genau. Also beständig. Alles andere ist ungehorsam, auch wenn man noch so viel spekuliert über Endzeitentwicklungen, aber die Versammlungen dürfen wir nicht verlassen. Und die weitere Frage, ich komme jetzt langsam zum Ende, in Verfolgung auch standhalten, das heißt auch im schlimmsten Falle auch bereit sein, sein Leben hinzugeben für den Herrn Jesus Christus. Das Martyrium, das haben viele Millionen Glaubenszeugen über alle Jahrhunderte der Christenheit erlebt und auch heute. Jeden Tag sterben etliche Christen um des Glaubens willen in islamischen Ländern, in kommunistischen Diktaturen und vielleicht auch bald in der Gender-Ideologie und dem, was damit zusammenhängt, wenn wir da nicht mitmachen. Und wir sollten auch nicht mitmachen. Ich bin gespannt, wie viele wirklich standhaft bleiben bei diesen ganzen neuen Gesetzen, die da kommen. Und ich bin auch überzeugt, der Gesetzlose, der Antichrist, er kann dann sein Reich aufrichten, wenn vorher schon die Gesetze seiner antichristlichen Politik angepasst sind. Das bedeutet wohl diese Stelle 2. Thessalonicher 2, dass erst hinweggenommen wird, was ihn aufhält. Das ist sicherlich auch der Widerstand der Gläubigen, aber auch die Gesetze, die noch bisher halbwegs christlich geprägt waren. Alles wird vorbereitet für die Bühne des Antichristen. Aber wir wissen, der Herr Jesus ist Sieger. Er hat den Sieg schon längst errungen am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir mit ihm in Gemeinschaft sind, werden wir auf der Seite des Siegers sein. Auf der Hütte da oben steht mit Kreide geschrieben, wenn ihr mal hochgewandert seid, Jesus Christus ist Sieger
Auf der Hütte da oben steht, Jesus rettet. In der anderen Hütte steht, Jesus lebt. Das ist die Hüttenmission, die einige Christen, auch ich, betreiben, aber nur mit Kreide, nicht mit Spraydose, ja, ganz wichtig. Und dass man eine sinnvolle Botschaft hinterlässt. Ihr werdet es in vielen Orten im Schwarzwald finden, diese Botschaften. Und das wollen wir auch weitermachen, auch in Ehing und in anderen Orten könnt ihr das machen. Also überall diese frohe Botschaft den Menschen mitteilen, solange noch Tag ist. Ausharren in der Endzeit, ausharren im Leiden, ausharren in der Verfolgung. Denn Jesus ist Sieger, der Herr kommt bald. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich mit uns beten und euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Sieger bist. Du hast als Gott dem Hiob auch geholfen, dass er wieder aus seinem Leiden herauskam, heiliger Gott. Und du hilfst auch uns, dass wir als Gemeinden und auch als Einzelne durch diese Endzeit hindurchkommen. Herr, und wenn manche vielleicht zurückweichen, so mach doch jeden von uns standhaft im Glauben, dass wir dir die Treue halten bis ans Ende. So möge auch Hiob für uns ein Vorbild sein, auch Daniel, auch Noah und viele andere Männer und Frauen des Alten und Neuen Bundes, dass wir in ihren Fußstapfen wandelnd das Ziel erreichen, ja, genauso ihrem Vorbild zu folgen. Aber Herr, du selber bist unser größtes Vorbild und du hast dein Leben hingegeben. Lass auch uns bereit sein, dich nie zu verleugnen, auch wenn es das Leben kostet, Herr. Dazu schenke uns die Kraft, aber schenke uns auch noch Gnadenzeit, dass wir uns noch frei versammeln dürfen und dass wir unter deinem Segen wandeln und auch viele Menschen gerettet werden. Amen. Amen.